Und damit Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Uncharted Nummer 2 hier mit Nathan Drake und neuerdings seit gestern auch wieder mit Sully. Wir sind auf der Suche nach dem Shangri-La-Stein. Wir wurden verraten, haben 3 Monate in einem sehr, sieht echt nice aus hier, in einem, was ist denn das für ein Vieh? Sind noch mehr von den Dingern? Okay, wir sind hier nicht bei Mohun, haben 3 Monate lang in einem sehr, sehr tollen Gefängnis verbracht. Was hast du geschafft? Nichts hast du geschafft. Okay, und wir sind jetzt hier auf Borneo gelandet, weil wir nämlich hier unseren Verräterschwein, auflauern wollen. Um ihn eines schönen Steines zu erleichtern. So, okay. Müssen wir. Ah, hier. Die Dinger suchen wir. Hier ist sie. Ich habe auch einen Sprengzünder für euch. Okay. Wir sind da. Okay. Die hätten wir. Nicht den Knopf drücken. Den hier? Toll. Okay, ich weiß nicht. Wenn alle Sprengladungen scharf sind, betätigt ihr den Zünder und dann Showtime. Alles klar. Die werden sich wundern. Sei vorsichtig. Lazarevich Leute sind in der ganzen Gegend hier postiert. Da blinkt mich doch was an, verdammt. The question is, wie kommen wir da hin? Können wir das runterschießen? Aha. Was haben wir denn da? Was ist das denn? Münze der Yuan-Dynastie. Aha. Phantomatastisch. Ich bin hin und weg. Okay, ich frag mich gerade, wie viele Sprengsätze hier überhaupt angebracht sind. Okay. Gehen wir mal hier hoch. Und ich frage mich auch gerade, ob wir vielleicht bei diesem Spielchen hier die Schätze, ich weiß nicht, wie viele Schätze gibt es denn? Warte mal. Boni? Schätze? 8 von 100 Schätze? Okay, ich wollte gerade sagen, ob wir besser abschneiden als mit 50% wie beim ersten Teil, aber bei 100 Schätzen? Nö. Behalt die Wachen im Auge. Was denn für Wachen? Die sind keine Wachen. Ich schwitze wie eine Nonne im Freibad. Was macht die Nonne denn dort? Sonnen. Ah, gut. Die machen wir fertig. Ganz leise. Okay. Ich gucke immer mal ein bisschen wegen Bling Bling und so, ne? Damit wir jetzt hier nicht irgendwie mit. Oh. Ich sagte leise, Nate. Das ist das Gegenteil von laut. Ich hab die nicht gesehen, Entschuldigung. Entschuldige bitte. Die hab ich echt nicht gesehen. So. Irgendwer hat hier gerade mit einem MG oder sowas geschossen. Ach, da oben. Wo hat er denn jetzt? Ach, hier. Ach. Den hab ich getroffen. Oh Gott. So, Digga. Dich kriege ich auch noch. So. Ein Schuss in die Hoden und er fällt zu Boden. Oh, da oben ist ja noch mehr. Junge, Junge, wie viel gibt's denn hier?
Na, das lief doch ganz hervorragend. Ich glaube, wir können uns da rüberschwingen. Ja, du vielleicht. Okay, warte, Opa. Wir suchen einen anderen Weg nach oben. So, erstmal Muni sammeln. Das heißt, wenn es hier überall Muni gibt, wo ist deine Muni, Junge? Okay, da gehen wir gleich hoch. Warte mal, die nee erst noch. So, den auch noch. Dann hätten wir das. Okay, ich hoffe, dem seine andere Waffe, die MG oder so, ist irgendwie oben. So, huch. Darüber. Und hepp. Jawohl, die AK-47 mal wieder. Die kennen wir ja schon. So, da drüben liegt noch eine Waffe. Oh Gott, die sieht man ja gar nicht. Die Vögelchens. Klar! Volksbanken, Raiffeisenbanken. Mit uns bewegen sie die Welt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh, Alter. Klasse. Danke dir. Aha. Für einen alten Mann tue ich doch alles. Da lang. Nate, du näherst dich der Ausgrabungsstätte 1. Mhm. Aber sollten wir nicht noch so eine Sprengsätze scharf machen? War da nicht noch irgendwie was? Sie müsste längst tot sein. Mist, wir haben uns entdeckt. Schnell, schaltet sie aus. Wir dürfen das Lager nicht informieren. So, zack, eins. Okay. Da hinten ist ein Äffchen, das guckt hier zu, während wir rumballern. War hier oben über uns nicht noch einer? In Ordnung. Ich glaube, dass man hier diesmal ein bisschen... ...ein bisschen mehr auf Stealth-Action gesetzt hat. Was ja im ersten Teil absolut nicht ging. Also die hat mich ja sofort entdeckt. Ich glaube, die Mechanik hat man hier ein bisschen mehr ausgekostet. Das finde ich ziemlich gut. Und da sollten wir uns, glaube ich, in Zukunft auch mehr dran halten. So, wo geht's denn jetzt hier weiter? Hier oben? Nö. Lass mal hier wieder zurück zu Sully. Doch darüber, oder nicht? Da hoch? Kommen wir da hoch? Ist da so eine Liane zum Hochkraxeln? Nein. Aber da drüben ist was. So. Achso, muss ich für Sully aufmachen? Nö, Sully kommt nicht mit. Okay. Na, ich mach das allein. Okay. Der alte Mann schafft's ja dann doch noch. Gut. Da ist das Lager. Bist du bereit? Auf geht's. Was will er denn noch finden? Lass das nicht, Lazarevich. Aber man hat auch gar keine Taste, mit der man schleichen kann. Man kann, glaube ich, bloß langsam gehen.
Und wir schleichen uns mal hier an den heran. Ganz langsam. Faustkämpfer, du hast eine Trophäe erhalten, das finde ich gut. Die Frage ist, sieht er jetzt die Leichnam oder nicht? Na, tut er. Ah, fuck it. Erstmal ein bisschen Farbe ins Gesicht bekommen. Gott. Okay, einer weniger. Dich kriegen wir auch noch weg. Dammit. Kopfschüsse funktionieren nicht so gut wie beim letzten Spiel. So. Okay. AK, AK, AK. Hier steht überall Gewehr. Ach du Gott. Na, dann weißt du ja, was ja gleich passieren wird. Geil. Ein doppelter Sprenger. Läuft. Ah, oh, Sully mit seiner geilen Wumme wieder. So. Muni aufgehoben. Die AK fasst hier ein bisschen mehr. Kann das sein? 23. Ach, guck mal. Hier ist dann auch so ein Ding zum Aktivieren. Aber irgendwie geht's gerade nicht. Kann man hier was angucken? Nee. So. Ah, wir. Wo denn? Ach da. Ach du heilige Scheiße. Nein! Hat sie selbst weggesprengt. Ach, schön, dass das immer noch geht. So, zwei auf einen Streich. Puh, da war glaube ich noch einer, ne? Ah, Sully hat ihn erledigt. Sehr gut. Okay. Ja, mir wurde auch gesagt in den Kommentaren. Wir müssen den Sprengstoff hinten in den Schaf machen. Ja. 0 von 4. Okay, also hier hinten haben wir schon mal einen. Mir wurde auch berichtet, dass die Arena-Kämpfe hier in Uncharted auch weiterhin so präsent sein werden. Also insofern muss ich mich damit arrangieren. Das ist halt Uncharted. Aber Uncharted lebt ja nicht nur von den Arena-Kämpfen, sondern auch von dem Humor. Sind noch zwei übrig. Und insofern passt das. So, da ist noch die dritte. Das sehe ich von hier. Okay, noch eine. Das war's. Ja, die wird dann wahrscheinlich... Zack, okay, AK. Wieder geladen, sehr gut. Wo ist die vierte? Erstmal hier nochmal nach ein bisschen Muni gucken. Aber wo ist die vierte Ladung? Da war rot. Da hinten haben wir schon zwei aktiviert. Hör auf mit dem Quatsch. Wir haben noch nicht alle Ladungen scharf gemacht. Doch, hier hinten. Da unten, die haben wir aktiviert. Die hat ja geblinkt. Hier ist dann aber keine mehr.
Man kann ja so einen schönen Filmmodus machen. Das ist ja nice. Sollte ich mir mal merken. Ach, da ist noch einer. Alles klar. Geschafft. So. Zack, zack, zack. Okay, das war's. Statten wir Mr. Lazarevich einen Besuch an. Aha. Die Mosse nehmen wir nicht mit. Dann da hoch oder was? Ich komm nicht dran, komm her, ich helfe dir hoch. Alles klar. Los, Süßer, hoch mit dir. Echt hübscher Hintern, Sully. Danke. Okay. Voll die Sicherheitshalter mitten im Dschungel hier. Du lieber Himmel, was für ein Tsunami-Spülschiffe so weit an Land. Tja. Ich nehme an, ein großer Tsunami. Aber was ist das hier für ein Lager? Hier passiert da gleich wieder was. Nope. Blinky Blinky gibt's hier aber auch nirgends. Ah, die Musik verheißt ja schon wieder nichts Gutes. Kommt man hier rein? Nö. Okay, na, gehen wir mal weiter. Runter, Mist! Die Pumpe ist schon wieder. Das verdammte Ding geht ständig kaputt! Los, reparieren wir es, damit wir hier rauskommen. Sie sind nicht bewaffnet. So viele sind's nicht. Worauf warten wir? Die schaffen wir. Weiß nicht, Sully. Vielleicht. Ah, nein. Ach! Zack, zack. Ach, schade. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Hey, hat doch prima geklappt. Da kommt noch einer für dich. Sully? Komm her, du Digga. Na, läuft doch. Nicht so frivol, Kleiner. Los, an die Arbeit. Was meinst du mit frivol? Ich brauche meine Waffe wieder. So, die Pumpe können wir nicht anmachen. Gehen wir mal den... Halt, stopp. Da gibt es doch bestimmt irgendwo hier ein Blinky Blinky. Irgendein Schatz. Ne. Na, das haben sie ja echt toll gemacht. Meinst du, wir finden das Lager, wenn wir dem Schlauch folgen? Immer stur dem Schlauch nach. So wie in Montreal, hä? Huh? Das wirst du niemals. Aber was ist, warte mal, Waffe, Waffe, Waffe. Ich brauche meine Waffe wieder. Wo ist sie hingeflogen? Von da sind wir gekommen, oder? Kann das sein? Ich versuch's mal kurz. Ja. Kann man sich denn jetzt noch hier die Waffen? Ich habe ja ein paar liegen lassen. Ja, kann man. Okay. Warum habe ich denn jetzt meine Waffe komplett verloren? Ist ja nicht zu fassen. Die andere auch. So. Frechheit. So. Zack. Oh, die Moss können wir ja jetzt mitnehmen, ne? Hab ja meine AK nicht mehr. Läuft. Oder gibt's... Ne, ich dachte, da lag noch eine AK, aber nee, lag nicht mehr. Gut, halt hier. Dann mal direkt hoch. Zack, hier rüber. Und ich würde mal vorschlagen, die Zeit ist sowieso wieder rum. Sully wartet da drüben. Upsa. Und wir werden uns auf die Suche nach dem Lager, beziehungsweise wir werden uns diesen Schlauch hier in der morgigen Folge nochmal ganz genau betrachten. Wa? Ich vermute mal, der führt wieder zu einem anderen Lager. Und da gibt es wieder Actionballerei. Da gehe ich ganz fest von aus.
So, mit der Sunset of Life verabschiede ich mich für heute in das vierte Kapitel, die Ausgrabungsstätte. Ich sage danke fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss und bis dann.